Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Ja, wir machen mal wieder LS, ne? Und ausnahmsweise ein bisschen mal was anderes. Wir befinden uns auf dem kleinen Hof, auf der Hof Bergmann. Immer noch im Frühlingsupdate, also von dem her, da hat sich nichts mehr geändert. Ich habe zwar kein Video mehr dazu gemacht, aber lag einfach dran, nicht so die krasse Lust auf LS mehr gehabt. Und ich erkläre euch mal das ganze Projekt. Wir machen, wie ihr oben rechts unschwer erkennen könnt, From Zero to Hero. Wir haben nichts. Wir haben nur die Kettensäge, das Auto, Fahrrad, Wasserfass. Einmal Essen für die Hühner. Das sind die, wo standardmäßig da sind. Die habe ich einfach nicht verkauft. Und guck mal, wie weit wir kommen. Wir spielen auf schwer. Ich kümmere mich so lange um Tiere, wenn ich das euch erkläre. Wir spielen auf schwer. Wir haben allgemein erhöhten Schwierigkeitsgrad. Ich habe die ganzen. Okay. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich habe es jetzt kurz mit dem Easy Dev Tool befüllt. Muss ich nochmal gucken. Vielleicht einfach nochmal was kaufen, verkaufen und dann einfach mal gucken. Gut, also wie gesagt, wir haben die Tiere, die Zeit habe ich jetzt angeschaltet, wir spielen immer auf Schwierigkeitsgrad 5. Wir werden immer, also die Zeit wird nicht zurückgestellt oder sonst irgendwas, dauerhaft bleibt die Zeit auf 5. Wir haben eingestellt, dass die Verträge mit Konventionalstrafe sind, wenn wir innerhalb eines Monats, der genau 2 Tage geht, da wir mit Seasons spielen, den Auftrag nicht erfüllen, kostet das uns 30% des Auftrages. Also ihr wisst, was ich meine. Das, was wir sonst eigentlich davon gekriegt hätten. So. Funktioniert die Wasserstelle eigentlich auch oder muss es dafür regnen? Ich glaube, dafür muss es regnen, ne? Egal, ich lasse die mal kurz stehen. Und dann machen wir noch hier kurz die Hühnerchen voll. Und dann legen wir auch schon los. Also, wie gesagt, wir haben noch die Kettensäge. Wir werden auch bestimmt am Anfang noch ein paar Mal Holz machen. Aber heute würde ich tatsächlich mit einem Auftrag anfangen. Und da wir so richtig schön klassisch anfangen können, haben wir... Ihr dürft staunen. Wenn ich die richtige Taste nutze. Flügeaufträge. Oder wir könnten auch Grubern auf 27. Ach nee, komm. Das ist jetzt zu viel Glück. Wir gehen Feld 5 flügen. Gut. Ja, also wie ihr ja gemerkt habt, ist eine ganze Weile nichts mehr auf dem Kanal gekommen. Einfach weil, ich hatte jetzt von heute auf morgen, ich kann euch nicht mal sagen, warum, echt keinen Bock mehr. Es hat mir irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Und dann dachte ich mir so, habe ich die Hofbergmann wieder gesehen, habe mal wieder ein bisschen bei Stefan auch wieder zugeguckt, aktiver, und dachte mir so, eigentlich LS ist und bleibt doch eigentlich so dein Ding, ne? Und dachte ich mir, was machst du jetzt? Ja, okay. Habe ich mir überlegt, wir haben ja damals mit ganz, ganz am Anfang, das waren die ersten Videos auf dem Kanal, mit Heiko und Tobi haben wir die From Zero to Hero Challenge gemacht. Beziehungsweise den den Wettkampf gegeneinander. Und ich dachte mir so, also auf sowas hätte ich ehrlich gesagt auch mal wieder Bock. So challenge-mäßig. Mit und gegen andere. Also entweder im Team oder einzeln. Ja. Ich dachte mir so, ja komm, jetzt machst du einfach mal hier schön, herrlich. Einfach machst du From Zero to Hero. Machst du nichts falsch mit. Wird schon schief gehen.
Ich muss sagen, ich bin doch schon gehypt. Ich bin sehr gespannt, was alles passiert. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von der Idee mit From Zero to Hero. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, also wir könnten auch Sachen auf dem Haupthof theoretisch ja nutzen, was wir nicht machen werden. Höchstens wir kaufen den Haupthof. Ob ich ihn kaufe, weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal gucken. Weil da wurde ja auch der Preis erhöht, auf jetzt glaube ich sogar 1 Million zu kaufen. Und ja. Die Videos, weiß ich noch nicht, wie lang sie werden. Was genau, wie genau wir es machen werden. Ich kann euch nur auf jeden Fall eins sagen. Wir werden keine Standardvideos machen. Also es kann sein, dass ein Video ein Tag wird. Oder ein Video vielleicht auch ein Monat wird, weiß ich nur nicht. Ich werde viel schneiden. Wir werden es wie früher, für die es noch kennen, von der Talbach her, werden wir viel mit Kamerafahrten arbeiten. So zum Beispiel. Werden wir viel mit Kamerafahrten machen. Ich denke, das ist auch bestimmt schön für euch zum Angucken. Und ja, so war da jetzt der Gedankengang für mich dahinter. Was ihr für Ideen habt, was wir hinarbeiten können, zum Beispiel ganz am Anfang jetzt und so, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben oder was ihr davon meint oder allgemein, was ihr von dem Projekt haltet. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, fällt mir gerade so ein. Wie gesagt, ich habe Bock, ich bin gespannt. Mal gucken, wie lang es gehen wird. Wie lange ich brauchen werde, bis ich entweder A, keine Lust mehr habe. Oder B, wir erreicht haben. Jetzt wäre halt auch die Frage, ich bin mir noch nicht sicher, was ist das Ziel von der Challenge natürlich? Alle Produktion besitzen? Habt ihr dazu eine Idee? Also, wir können ja sagen, alle Produktionen besitzen oder Betrag X erreichen oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich würde mal behaupten, wir werden auch ganz viel mit kleinen Maschinen arbeiten. Und ich werde es euch gleich noch zeigen, weil es ist ja eh immer ganz Standard. Wir gucken gleich noch, was im den Angeboten drin ist. Vielleicht haben wir auch direkt irgendwas, wo wir drauf hinarbeiten könnten. Es wäre natürlich schon Knorke. Und dann, ja, ne? Mal gucken. So, fahre ich wieder auf die andere Seite, dann fahren wir da wieder runter. Und dann gucken wir mal. So. Die richtige Bahn. Ja, sehr schön. Stimmt der da den Versatz? Genau. Dann können wir mal noch kurz beim Händler, wenn wir schon die Bahn gerade runterfahren, reingucken. 900er wäre ja direkt hier, ne? Wäre ja direkt ein Träumchen. Mods technisch gesehen, wir haben Precision Farming drauf. Wir haben... Was haben wir noch alles drauf? Felderpachten haben wir mit drauf. Precision Farming, habe ich gerade schon gesagt. Alles mögliche an Traktoren-Mods, wo ich halt irgendwie Bock drauf habe. Hauptsächlich die ganzen LSFM-Sachen. Und, ja. Genau. So viel dazu erstmal. Regeltechnisch kann ich nur sagen, kein Kredit. Und ich habe auch von Null Beginn drin. Da muss ich dann mir mal noch kurz Geld gutschreiben. Beziehungsweise eigentlich nein. Nee, meine nicht. Wir müssen vor allen Dingen täglich gucken, dass wir den Kredit gezahlt kriegen. Weil wir haben ja, wenn du auf Null starten drin hast, automatisch starten wir ja mit 250.000 Miese. Und ich,
Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, ob wir die stehen lassen sollen. Weil ich würde sagen, das wäre doch direkt schon mal ein schöner Anreiz dazu, dass wir erstmal gucken müssen, dass wir den Kredit wegbekommen. Und dann gucken, wie wir weitermachen. Fände ich wäre doch jetzt eine Idee, oder? Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare und wenn es euch natürlich gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und gebt dem Ganzen ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mal sagen, ich lüge jetzt mal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind fertig. Sieht auch gut aus, oder? Auftrag ist abgegeben, war auch gut. Wir hatten nämlich Minus. Wir haben noch 4,5. Da würde ich nämlich sagen, ich hole doch Dünger. Dünger, nicht Dünner. Ich hoffe, soweit bis jetzt gefällt euch das Neue. Und ja, mir macht es bis jetzt Spaß. Dann gucken wir doch mal, wie gut es wird. Ich muss sagen, mir gefällt es auch sehr, mit so die Kameraeinstellung irgendwie zu haben. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich mache das ganz gerne. Ist doch schon irgendwie schön anzusehen, muss ich sagen. Na. Oh, so gleich so. Genau, dann können wir noch ein kleines bisschen, es ist ja nicht viel, aber über die Beete noch reinbekommen. Ich würde halt sehr gerne wieder viel ohne Hut spielen, wisst ihr ja, kennt mich ja. Weil ich will, oder das heißt, ich will, ich finde es halt einfach schöner anzusehen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber mit oder ohne HUD spielt. Oder wie ihr das Ei so macht. Okay. Nehmen wir, dass die gute Frau noch rumfahren. Oh, die Hühner brauchen noch Stroh. Da würde ich tatsächlich auf HD-Ballen übrigens gehen. So. Alles auf. Und einmal verteilen. Na, wo ist der Trigger? Na. Okay. Ah ja, okay. Hochkant ist die Devise. Geht da rein. Ah, dann lieber hier drüben noch. Huch. Oh, 100. Wieso gehen da drüben dann so viel rein? Ach, weil es Feldgröße ist. Ach ja, okay. Gut. Aber dann würde ich sagen, ist die erste Folge kürzer. Und dann schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren und ihr könnt ja auch gern sagen, was ihr meint, was wir als nächstes auf welche Tiere arbeiten sollen. Schweine oder Schafe? Mich wird Schafe schon reizen, aber schreibt es auch gerne in die Kommentare. In diesem Sinn sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Vicky sagt, ciao.